Jo, willkommen zum Mein-Klon-Let's Play. Wie bereits im Mein-Test-Let's Play angekündigt, werden wir unsere aktuelle Arbeit, also das mit der Brücke, wo die Bahn ja drüber soll, erstmal pausieren. Und zwar... möchte ich ein Gebäude bauen. Und zwar genauso wie wir mein Test-Let's Play, so ein etwas ordentlicheres Gebäude. Jo. Und das werden wir jetzt praktisch so machen. Oh, meine Mutter ist an. Lydia und Master Warcraft. So. Ja. Übrigens gab es auch ein paar Neuerungen. Habe ich aber glaube ich schon erzählt, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, es gab ein paar Neuerungen bei meinem Klon. Zum Beispiel, die größte ist jetzt, Kisten sind protected. Ja? Habe ich aber glaube ich schon erzählt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es in meinem Test-Let's Play war oder hier. Das heißt also, wir brauchen jetzt keine Endertruhe mehr, um unsere Geheimsachen zu verstecken, sondern können jetzt normale Kisten benutzen. Ich werde aber trotzdem die Endertruhe weiterverwenden, weil das ist halt immer eine gute Kiste, da kann man halt irgendwo aufstellen und hat dann direkt alle Sachen, weil ja die Endertruhe alle den gleichen Inhalt teilen. So, wir wollen ein Gebäude bauen. Dazu brauchen wir, Gott, mit dem Inventar ist ja voll. Erstmal aufräumen hier. Ja, ne, kann ich haben. Nee, erstmal kommt hier alles rein, was ich nicht brauche. Also der ganze Krumpel, der kann komplett weg. Den nehme ich mal sicher selber doch mit. Achso, na. Holz, komm, doch. Holz können wir mitnehmen. Ansonsten, was könnten wir gebrauchen? Essen. Essen ist immer gut. Eine Axt wir brauchen, weil wir werden Bäume fällen müssen, um an Holz ranzukommen. Ich habe mir zwar bereits bei dem gewissen Ort, wo ich die Pension aufbauen möchte, eine Kiste vorbereitet mit ein bisschen Holz. Aber trotzdem wird das nicht reichen. Können wir mitnehmen. Ich hoffe, wir sterben nicht. Alles andere brauchen wir nicht. Okay. Gut, wir haben Gleise. Haben wir die? Haben wir die Gleise nicht alle verbaut? Ich bin gerade ein bisschen... Ich sag jetzt mal irritiert. Hier ist noch die Rita. Brauchen wir natürlich auch nicht. Kann weg. Gut, können wir hiervon noch was gebrauchen? Gravel könnten wir auf jeden Fall gebrauchen für den Weg. Da reicht aber ein Stack. Da komm, ich nehme beides mit. Brauchen wir noch 6 extra. Gut. Nein, da. Okay, wir brauchen noch mal ein bisschen Fleisch, können wir mitnehmen. Ich packe erstmal eine Menge ein, weil wir werden uns dort erstmal einnisten. Also richtig schön ansiedeln. Ich werde auch gleich mal noch ein paar Kisten bauen. Wie viel mache ich denn? Ach komm, wir machen mal noch 2 Kisten, dann passt das. So eine richtig schöne Gerümpelkiste, so eine große natürlich. Okay, oh, hier habe ich auch noch was. Die ist aber leer. Na gut. Ja, gut, dann bewegen wir uns jetzt Richtung Südsee. Spaß. Schicklklopfer. Ich muss übrigens mal gucken. Wir haben schon so lange nicht mit dem hier gespielt. Ich weiß gerade gar nicht, was wir über Privilegien nicht entdeckt haben. Briefs. Oh, okay, ich habe alles. Lol. Ja. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, wie gesagt, zu der Stelle begeben. Ich hätte gleich mal die Gleise mitnehmen können. Ich weiß gar nicht. Hat uns da irgendwer die Gleise in die Kiste gepackt? Ich war mir sicher, dass wir alle verbaut hatten. Ah, oh ja. Man weiß es nicht. Master Warcraft ist ja auch an.
Oh, der. Okay, ich werde die Folge vielleicht, wenn wir es noch nicht gleich anfangen, sondern ich werde erstmal ein paar Sachen zeigen, weil die Map hat sich stark gewandelt. Naja, stark. Also, das Zentrum hat sich stark gewandelt, sage ich jetzt mal so. Und, Digga. Dieser Master Warcraft ist schon ein geiler Dude. Ich habe dem Typen auch vorgestern oder gestern, gestern oder vorgestern meine Liebe gestanden. Ne? Offiziell mit Heiratsantrag und allem. So, da kommt ein Berg. Ich habe dann doch lieber ein Brett vom Kopf. Berg ist immer so groß. Schiff haben wir nicht dabei, oder? Doch, haben wir dabei. Vorbereitet wie ein Planungsunternehmer. Goddammit. So. Wir schwimmen den ganzen Tag. Ja. Meine Mutter ist ganz hinten. Sie wohnt übrigens da, wo. Sag ich lieber nicht. Kleine Gebäude. Auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir zeigen. Es hat sich so viel geändert jetzt. Oh. Ach ja, Meerestiere gibt es jetzt auch wieder. Dank dem letzten Update von meinem Klon. Die waren irgendwie ein bisschen verbuggt. Die sind ja in dem Wasser nicht mehr gespawnt. Seltsamerweise. Baumhäuschen. Ja, der Besitzer von dem Ding hat sich übrigens gefunden. Der Besitzer von dem ist nämlich auch Master Warcraft. Und genauso in dem Stil sehen praktisch auch noch weitere Gebäude aus, die er gemacht hat. Also jetzt nicht im Stil, sondern so von der Art der Liebe zum Detail. Whatever. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich sag mal so, er lässt sich auf jeden Fall nicht auf sowas hier ab. Oder auf sowas. So, dann legen wir gleich mal am Ufer an. Oder nein, wir nutzen gleich mal einen neuen Steg. Der nämlich entstanden ist. Ja, hier seht ihr schon Bäume. Ich habe mal aufgeförstert. Und hier ist ein neuer Steg entstanden. Und da seht ihr auch schon das erste Gebäude von ihm. Da, wo er auch gerade dran arbeitet. Und zwar quasi eine Art. Raufbauen, danke. Ja, eine Art Museum. Ich hoffe, ich störe ihn jetzt nicht bei irgendwas. Tadada, das Museum. Richtig schön. Als Vorzeigestelle quasi so für Biome. Na, hier so ein normales Waldbiom. Dann haben wir hier so ein bisschen Ödlandbiom. Naja, Ödland nicht wirklich, aber hier halt so etwas trockenere Gegend. Hier haben wir eine ganz trockene Gegend, richtig schön Wüste mit Kaktus und allem drum und dran. Das hier ist dann schon eher noch öderes Ödland, wo nur noch diese Riesenbäume wachsen. Das ist netter Herr. Ja. Hier kommt später noch, das verrate ich nicht. Da kommt noch was relativ Geiles. Hier ist so Mine, also praktisch unterirdisch, Pilzgebiet und Schneegebiet. Also alles, was so irgendwie so an Biom vorhanden ist, hat er praktisch hier reingeklatscht als, ja, quasi als Vorzeigetafel. Und das Ganze hört noch nicht auf. Es geht nämlich unten noch weiter. Tada! Ein Unterwassersystem. Das hier ist ja keine Ahnung was. Also es geht hier um die Pflanzen wahrscheinlich. Das ist etwas, wo ich mich nicht so gut auskenne. Aber das hier. Fucking Hölle. Ist das geil. Ja, also gerne mal abchecken. Ist ultra nice. Und das ist wie gesagt gerade das erste Gebäude. Also von der Historie her, von der Reihenfolge her, das letzte Gebäude, weil an dem arbeitet er gerade, hat man oben auch gesehen. Das Dach ist noch nicht fertig. Da ist er, glaube ich, gerade dran. Ne? Ja, dann kam der Weg hier halt hinzu. Da, wo wir gerade angelegt haben. Der Abschnitt hier ist quasi neu. Den hat die nette Dame Herr JJK1 gemacht.
ist praktisch eine Anbindung zu meinem Weg, den ich bisher schon dort hatte, da mit dem alten Steg. Hat sie praktisch hier einfach eins zu eins angeknüpft. Wirkt die Straße jetzt ein bisschen lebendiger. Und hier sieht man auch schon, hier hat sich auch einiges getan. Der Bahnhof ist quasi das Einzige, was noch erhalten geblieben ist. Ansonsten haben wir hier für Neuanfänger, also nicht hier, sondern hier haben wir eine Bedienstelle, wo man sich praktisch erstmal so ein bisschen Sachen holen kann. Wenn man anfängt, kann man hier also zum Beispiel, wenn man merkt, aha, ich brauche Melonen, weil ich bin keine... Ach, Weizen, genau. Weizen, dann drückt man hier einfach mit dem Rechtsklick rauf und bekommt ein bisschen was. Ja, systembedingt werden, wenn man hier drauf drückt, auch die beiden Benachbarten aktiviert. Das ist aber halt, ist halt so, egal. Ja, und das Feld ist praktisch dazu da, um das Ding mal wieder aufzufüllen. Das können andere Leute leider nicht machen, weil wir haben hier keinen Zugriff drauf. Ach ja, doch, ich habe natürlich Zugriff, weil ich habe die ganzen Privilegien. Dachte gerade schon an hier. Zeige meinen Zuschauern gerade alles Neue hier. So. Ja, wie gesagt, hier so gegen, wo man praktisch, wo denn die nette Dame oder Typ, ja, Ori lag mir schon ganz doll in den Ohren, also im Chat, wegen, dass ich mal wieder ein bisschen mehr aufnehmen soll, hier wegen Mindtest und so. Sie kann gar nicht verstehen, wie ich mich mit Doom beschäftigen kann, aber gut. Ich bin nun mal leidenschaftlicher Doom-Let's-Player, von daher kommt das natürlich auch nicht. Ja, das ist auch von dem Herr Master Warcraft. Auch ein relativ nices Gebäude. Das ist so ein kleiner Pilz. Ich denke zumindest, dass das ein Pilz darstellen soll. Ori hat Jahre nicht gekämpft. Ja, klar. Ja, das ist die... Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Auf jeden Fall die Person, die das da gemacht hat, hat auch das Gebäude hier gemacht. JJK1. Das Gebäude hat so in sich. Guck einfach mal hier rein. Ah, badam. Das ist einfach der Burner. Achso, hier geht es jetzt weiter runter. Oh. Da wollen wir mal lieber nicht so viel offenlegen. Vielleicht sind hier Sachen drin, die geheim sein sollen. Deswegen. Aber hier. Richtig schön Etagen ausgehoben, hier oben richtig schön Lager eingerichtet. Also, geht schon. Ja, hier ist dann das Gebäude von Ori. Das kennen wir ja schon, das ist ja schon etwas länger hier. Aber auch noch ein bisschen überarbeitet, gerade so Kürbisse kamen jetzt in letzter Zeit hinzu und hier diverse Pflanzen. Ansonsten, das hier ist... Ich weiß gar nicht, irgendwie relativ verlassen. Hoffentlich tut sich hier kaum noch was, egal. Und hier nebenan ist auch noch so eine etwas ältere Ruine, die ja auch schon relativ lange vorhanden ist. Ansonsten ist hier noch so ein Brunnen neu dazugekommen. Ja. So. Ja. So viel erstmal zu dem. Und dann, wenn wir jetzt mal Richtung unserer Zielgeraden gehen, da wird wieder die Pandas bauen wollen. Pension. Ich werde verrückt. Oh, ich werde verfolgt. Achso, zum Zeigen, ja. Ja, die Ori hat nämlich den Nether ein bisschen ausgebaut. Also, da wo man praktisch hinkommt, wenn man hier reingeht, habe ich mir noch gar nicht so angeguckt. Oh!
Ja. Richtig schönes Spawn-Gebäude hier. Sieht schon nicht schlecht aus. Oh. Kleiner Vorraum. Ah. Das Licht am Ende des Tunnels. Es verrät uns, wo es hingeht, woher wir kamen und wer wir sind. Ich werde dann mal die Portale und dann vorbereiten, Walker. Ich brauche Netherstein drum, ab in den Keller mit. Ups! Ja, Tür aufmachen mit Rechtsklick geht ja nicht, sondern hier. Knopf. Hier. Knopf. Und noch andere Türen. Okay. Ah. Überall Gänge. Wo kommt man hier rein? Da. Nein. Yay. Ja, mit dem Enderportal, das ist noch nicht ganz implementiert. Ist, glaube, noch nicht implementiert oder so. Sowas gehört sich nicht. Was denn? Am Ende der Treppe hat einer eine Fliese, fieses Loch hinterlassen. Oh! Ja, genau deswegen hat nämlich Ori auch diesen Raum in der Hölle jetzt gemacht, weil das sah da aus wie Kraut und Rüben. Oh, ja gut. Na dann. Ja. Das heißt, genau, da sah es halt immer aus wie Kraut und Rüben und deswegen hat jetzt Ori da so einen geschützten Raum gemacht, also protected halt, dass da keiner mehr was abbauen kann in dem Raum. Und sie hat da praktisch jetzt einen richtig schönen sicheren Raum gebaut, damit Leute, die halt in den Nether gehen, nicht gleich direkt durch irgendwelches herabfließendes Lava oder sowas getötet werden. Oder gleich erstmal in die Tiefe stürzen, sondern dass man da erstmal einen Raum hat, um erstmal anzukommen. So, der Tunnel hier hat sich erstmal so nicht geändert, aber ich habe hier draußen die gesamte Gegend zurückgesetzt. Heißt also, hier draußen das Tal, das sieht jetzt wieder aus wie original. Das sah ja aus wie Bombeneinschlag. Ja. Wie Sommerschlussverkauf bei C&A und habe auch nochmal die Gleise hier neu gebaut, richtig schön mit Absperrung und hier der Kopfbahnhof. Ja, und genau in dieses Tal werden wir unser Gebäude bauen. Dazu werde ich aber erstmal, wow, das hier bietet sich ja an, perfekt. Ja, hier werden wir erstmal unsere ganzen Plünder abladen. Erstmal reinknallen. Und Rücksicht auf Verluste. So, und hier die kleine Kiste, die habe ich nämlich als Volker gebaut, also mit einem Admin-Account. Und habe uns schon mal ein bisschen Holz gegeben, damit wir nicht so viel Holz sammeln müssen. So, Brot kann auch rein. Ja. So, dann werden wir als allererstes mal die Bäume, die hier sind, fällen. Das Holz nehmen wir dann nämlich, um diese Querdinger zu machen. Oh, geht doch relativ schnell. Nice. Oh, ist das ein hoher Baum? Ah. Sand habe ich nicht dabei. Doch, habe ich. So, dann gucken wir mal. Sand, Sand, Sand. Ne, haben wir nicht dabei. Fuck. Nehmen wir ein bisschen. Gravel. Ich höre immer ein Röcheln in meiner Basis.
Vielleicht sind das Zombies unter deiner Basis. Oh, Warcraft ist verschwunden. Na, ich teste das jetzt und danach besorge ich Steine und Obsidian und dann kann es losgehen. Ich bin schon so gespannt. Okay, genau, hier waren wir. Was ist denn da oben los? Oh. Okay, da muss ich mal ganz kurz von meinem Admin-Account Gebrauch machen. Das hier habe ich damals gar nicht zurückgesetzt. Interessant. Delete Logs. Hier in einer Umfeld. So, perfekt. Das sah ja schäbig aus. Das ja. Könntest du ja keinem anbieten hier. Hier sind auch noch Bäume. Na gut, die können wir ganz normal abbauen. So. So. Ich kriege gleich eine Krise. Sowas hasse ich wie die Pest. So, da war noch was. Wow, ein Bett. Ernsthaft? Okay. Okay, so, jetzt kann ich weiter abbauen. Gravier haben wir. Gravel, Kies, Schotter, Geröll, nennt es wie ihr es wollt. So, okay. Die Blätter despawnen, sehr schön. So, erstmal schön Holz. So, was liegt denn hier rum? Ah, Samen, sehr schön. Die können wir gebrauchen, da können wir nämlich gleich neue Bäume anpflanzen. Die packe ich erstmal nach hier oben. Also es klappt. Was? Portale. Nice. Und so. Ja, dann wird er jetzt wohl in seinem Museum endlich mal. Endlich mal. Nee, kann er in seinem Museum doch die Portale bauen. Geil. Also siehst du, jetzt habe ich doch verraten, was dahin soll. Genau, also in die Fläche, die da noch so ist, die noch so eingeglast ist, wo man nichts gesehen hat, da sollen quasi Portale rein. Und zwar einmal ein Nether-Portal und einmal ein wollen wir gar nicht, hallo? Wie brauchen die denn? Und ein Ender. Ein Endportal. Halt also praktisch in den Himmel zu kommen da. Oder zumindest in die Wolken. So, die. Oh wow, ist noch was drin. Das ist aber jetzt schon ein bisschen. So. Danke. So, was ist hier noch? Aha, da ist auch noch was. Mist. Danke. Tada. Komm. Geht doch. So. Gut, schön. Damit hätten wir die Bäume hier schon mal abgepflanzt. Dann haben wir jetzt zum einen Holz und zum anderen haben wir jetzt ja, doch, genau. Die beiden Holzarten. So. Okay. Gut aufgeräumt ist hier. Der ganze Schunddarm kommt jetzt erstmal in die Kiste. So. Das einzige, was wir noch mal bauen, sind die hier. Damit wir noch ein bisschen normales Holz haben.
Das werde ich dann nämlich dann zum Beispiel für den Boden benutzen. Da macht sich so normales Holz von der Farbe her einfach am besten. Ach, komm hier. Fuck off. Bam. So. Okay. Was? So, oh ja, hi Walker, und da war deine Artillerie. Ich hab schon ein bisschen gefragt, hört man die weit? Ich höre deine nicht. Die Liedblog, das war von mir. Alles klar, Enterprise, nice. Aber ohne Schieden. Ah, also ohne Schieden. Man muss halt darauf achten, die Enderaugen richtig einzusetzen. Okay. Naja, die Frame kann man nicht craften. Oh. Also doch wieder nur gescheatet. Das ist doch doof. Nein, das nicht cheaten. Cheaten sind Programmfehler, die man als Spieler gar nicht benutzen. Ja gut, das ist jetzt Definitionssache, weil eben diese Codes oder diese Befehle heißt ja nicht umsonst Cheat Codes. Wenn überhaupt, ist es ein Glitch. Es gehört offensichtlich nicht zu dem normalen Gameplay, dass man sich Enderportal-Teile herstellen kann. Also es ist gescheatet. Zumal wenn es in einer Survival-Welt ist. Egal, ich will es ja auch nicht benutzen, sondern nur ausstellen. Trotzdem. Ich mag Cheater nicht. Ich bin da konservativ eingestellt. Sorry. Oh Gott. Oh. Okay, die ersten Bäume kommen schon. Gut. Ja. Wir brauchen als allererstes das. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Na gut. Workbench. Und dann brauchen wir erstmal eine Schippe, damit ich erstmal ein bisschen den Boden ausheben kann. Ne, hallo? Danke. So. Die Frage ist, wie groß muss die Fläche werden? Na komm, ich mach erstmal. Ja, doch, sieht doch schon geräumiger aus. Gut, stechen wir erstmal ab, wie groß das Gebäude ungefähr werden soll. Dazu nehme ich mal ein bisschen Kies, aber natürlich nicht da. Ist natürlich wieder klar. So. Kies, wir brauchen Kies. Okay. So, mal gucken, was die schreiben. Klappt euch. Boah, du. Du stehst auf sowas, ich nicht. Wo ist das Problem? Ich mag es nur nicht, als Cheater bezeichnet zu werden. Okay, du bist der Beste. Das klingt nicht aufrecht. Das ist auch nicht aufrecht. Alter. Die kloppen sich ja jetzt wirklich. Oh Gott. Na gut. Ist auch verständlich, wenn sich jemand in seiner Art und Weise angegriffen fühlt. Ich glaube, da würde jeder ein bisschen aufstoßen. Und klar, wenn man jetzt natürlich immer versucht aufrecht zu spielen und dann mit einmal als Cheater bezeichnet wird,
kann man verstehen, wenn er da dann natürlich so reagiert. Ach, diese Pflanzen hier. Danke. 1, 2, 3, 4, 5. Ich persönlich, ich bin da so lala. Also ich persönlich versuche immer so Survival zu spielen. Ich schrecke aber auch nicht zurück davor, wenn mir irgendwas nicht passt, mir Sachen zu cheaten. Zum Beispiel das hier. Wenn man diesen Boden, diesen Boden, wenn man den abbaut, kann man den ja nicht irgendwo anders hinpflanzen. Und wenn man den abbaut, wird es so dieser normale Boden. Das heißt also ohne diese Färbung obendrauf. Das heißt also, wenn man irgendwo diesen Sand abbauen möchte und dann genau so wieder aufbauen möchte, geht das normal gar nicht. Und dementsprechend würde ich mir dann solche Blöcke dann ersheaten. Das ist aber für mich persönlich, ist halt immer so eine Sache, ob es für einen selbst moralisch vertretbar ist oder nicht. Und da ist halt einfach für mich persönlich der Unterschied. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Mache ich 6 Einheiten? Oder mache ich... Ich versuche mal auf 8 Einheiten zu kommen. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, jetzt haben wir eine Einheit, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. So, eine Einheit in die Richtung. Ey, Quatsch, was macht denn da jemand? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da kommt sie. So. Sand, Erde. Wir brauchen das da. Achso. Ja. Da kommt fang auf, weg damit. Umweltverschmutzung. So, wir machen das Ding hier einfach mal zu. Können wir dann ja später wieder aufmachen. Ich lasse das erstmal hier hinten so offen, damit wir später noch wieder dran denken. Aber hier mache ich erstmal komplett zu, damit wir hier eine ordentliche Baufläche haben. So, 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, passt. 1, 2, 3, 4, passt. 1, 2, 3, okay. Okay. Schuppe. Nein, da. Alter, sag mal. Ach Gott. So jung und schon so alt. Das gibt's doch gar nicht. So, passt perfekt. Jetzt haben wir praktisch zwei Einheiten nach vorne. 1, 2, 3, 4. Ich hab mich. Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Ich ficke dich. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, jetzt ist die Frage. Ich will ja wieder so ein T-Stück bauen. Kommt das auf die Seite oder auf die Seite? Da ist der Bahnhof. Da ist der Weg. Wäre also sogar... Ja, komm, ich mach's mittig. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Alter Schwede. So, jetzt kommt hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... So, also hier kommen... Muss ich nicht noch enden. Fuck you! In the ass! So. Schüppel. Nein, nein, bitte raus. Danke, danke, danke. Ich mache mir jetzt gleich zwei. Wir werden definitiv noch so schnell wie die Dinger kaputt gehen, definitiv noch eine brauchen. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, das war noch lange nicht breit genug. Ich dachte, es hätte gepasst, ey. Ist doch gar nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wer ist denn da? Ach. Slytherin. Wie spricht man das aus?
können die nicht wenigstens einen Namen benutzen, wo man weiß, wie man die aussprechen muss? Das ist immer so irritierend, so viel. Oh, Dori ist gegangen. Schade. Ich bin ruhig. Alter. Sowas am frühen Morgen. Gut, okay, es ist fast 16 Uhr. Trotzdem. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin raus und fast wollte nicht hin. Hä? Moment mal. Ach, wir müssen da ja noch nach eins verbreitern. Ha! Da war ja was. Oh Gott. Wir brauchen also definitiv noch mehr Eisen. Uns gehen jetzt schon die Schippen aus. Ey, ich weiß nicht. Okay. 1, 2, 3, 4 war klar. Das reicht wieder gerade so nicht. Mir fällt gerade ein, wir können eigentlich das hier, können wir eigentlich sogar so lassen, denn es ist praktisch so, dass wenn das Gebäude praktisch auf der einen Seite in die Erde reingeht, das schafft dann vielleicht etwas mehr Atmosphäre. Müssen wir mal gucken, wie das denn wirkt. Egal, erstmal 1, 2, 3, 4, das passt. 1, 2, 3, 4, das passt. 1, 2, 3, 4. Oh. Hier ist noch was im Weg. Verdammt. Okay. Gut, damit ist die Folge erstmal vorbei. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V.